Und ich ging nach Prag. Die tschechoslowakische Hauptstadt war zu dieser Zeit Zufluchtsort für viele deutsche Emigranten. Nach seiner Ankunft in Prag traf Erwin Geschonek daher auf zahlreiche Künstler, die sich vor Hitlers Schergen hierher geflüchtet hatten. In Prag meldete ich mich dann im Immigrantenkomitee in Strašice, war damals ein Heim, da wohnten die Immigranten, nicht? Und da lebte ich dann mit denen. Aber es war dann ganz eigenartig. Ich hatte immer eine gute Beziehung zu jüdischen Genossen. Nicht? Es gab ja merkwürdigerweise auch, ich habe ja Juden kennengelernt auch. Nur die wären auch gerne Nazis geworden, wenn sie könnten. Nicht? Die waren zum Beispiel verdiente Leute, die den Ersten Weltkrieg mitgemacht hatten, hatten das EK1 gekriegt und sagten, mir wird der Hitler nichts tun, ich bin ja dekoriert und das. Ja, die haben die Rechnung ohne die Nazis gemacht. Die wurden nachher auch deportiert, ermordet, vergast. Der Hitler hat ja keine Rücksicht genommen darauf. Ich war nur in Prag und ein jüdischer Genosse, der hatte ein Haus und der stellte eine ganze Etage zur Verfügung für Immigranten. Da wohnte denn die Frau vom Hölz. Da wohnte der Hartfield, John Hartfield, da wohnte die Löbinger. Aber wir mussten alle auf dem nackten Boden schlafen, nicht? Es waren keine Möbel da. Es war sehr merkwürdig, nicht? Aber es war natürlich notwendig, dass man ein Quartier hatte. Nachts kam plötzlich die tschechische Polizei. Und alle, die da wohnten, wurden aufs Präsidium gebracht. Der John Hartfield, mit dem ich sehr gut befreundet hatte, wir hatten vorher gemacht eine sehr gute Aufnahme, die habe ich auch in meinem Buch veröffentlicht, wie ein Mensch auf ein Kreuz genagelt wird. Hat er gebaut auf einem Dach in Prag ein Kreuz aus Holz und ich zog mich dann nackt aus